Hallo meine Lieben und herzlich willkommen mal wieder hier in meinem Chaos zu eurer fantastischen Abendunterhaltung, nämlich einer neuen Folge von Wer weiß denn sowas? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch allen hoffentlich viel Spaß bei der heutigen Wähle Show. Dein Team. Und zwar heute haben wir einen fantastischen Gast, mit dem wir nämlich auch zu Olle Elten gehen werden. Und zwar haben wir heute die Ehre mit, ist heute so ein bisschen Lockdown, seltsamer Lockdown-Humor bei mir. Und zwar, da, Mandy Bettigel, das wird unsere heutige Kandidatin sein. Sie liebt Fleisch und Tiere. Und weil Elten da vorne drauf einen Panda-Bären hat, gehen wir zu Elten. Was für ein Anfang. Ich hoffe, wir haben heute genauso spannende Fragen wie in den letzten 4 Shows und lernen heute auch wieder irgendwas dazu. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elten. Und jetzt geht's los. Ich habe richtig Bock, neue Fragen kennenzulernen und etwas Neues zu lernen. Wer weiß denn sowas? Aber wussten Sie, meine Damen und Herren, zum Beispiel, dass Kühe, die einen Namen haben, mehr Milch geben? Was? Fühlt sie sich respektiert? Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Also aber bei warum? Dieser exquisiten Besetzung hat sich natürlich auch unser Publikum lange Gedanken gemacht, auf welches Team sollen wir heute setzen, auf welche Seite sollen wir uns setzen? Das Team Bernhard haben hinter viel sich gebracht. Oh, das heißt, wir haben schon wieder weniger. Mandy Bettigel. Vertraut die Leute. Elten. Doch! Ach, krass! Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien mit 12 Fragen, 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für beide Teams. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien sind heute Eidgenossen, Bauwerke, Schönheit, Labor, Oha, Medizin, Eidgenossen, total genial, Vögel, das Fragezeichen, Luftfahrt und Neuheit. Wir dürfen anfangen, die Kategorien sind ja überhaupt das nicht Team, leicht. Das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie aussehen. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Tja, da überlegt die Mandy Bettigel. Also, es sind diesmal richtig verschiedene Kategorien dabei. Also, lass es uns doch mal überlegen. Bauwerke. Schwierige Kategorie, aber auch spannende Kategorie. Vermutlich auch sehr viel Geschichtliches mit drin. Schönheit? Was bin ich im Labor? Tierisch, Medizin, Eidgenossen, Luftfahrt, Neuheit. Also ich bin, glaube ich, als allererstes für tierisch, weil Mandy Bettigel mag ja Tiere. So, und deswegen nehmen wir jetzt tierisch. Dann nehmen wir tierisch. Genau so. Wie lässt sich optisch am einfachsten ein Alligator von einem echten Krokodil unterscheiden? A. An der Länge des Schwanzes, B. An der Farbe der Augen oder C. An den Zähnen? Keine einfache Frage. An der Länge des Schwanzes. Ich war der Meinung, dass man das an den Augen hätte sehen können. Ja, gute Frage. Alligator oder echtes Krokodil? Also, es geht ja um eine Unterscheidung. Ist die Frage, ab welchem Punkt kann man die unterscheiden? Weil wenn die so aus dem Wasser rausgucken, siehst du ja erstmal nur, meinst du die Zähne? Könnten die Zähne ein Unterschied sein? Oder der Schwanz? Die Farbe der Augen? Oh, es klingt alles drei sehr gut. Wollen wir gleich mal pokern? Komm, lass uns mal Länge des Schwanzes nehmen. Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Was hältst du von an den Zähnen? Also ich schließe C noch nicht ganz aus. Und was hältst du von an der Farbe der Augen? Ja, nein. Ich bin fast für Länge des Schwanzes. Das Tier, also ich bin der Meinung, dass ein Alligator größer ist. Vielleicht geht das ja über die Schwanzlänge, die Größe. Oh komm, wir nehmen das jetzt. Ach komm, wir nehmen A. Ihr nehmt A. Wir schauen geht ja jetzt gut gemeinsam los, ne? Auf die Lösung.
Alligatoren und die sogenannten echten Krokodile zählen beide zu der Spezies Krokodil. Trotz der Ähnlichkeit lassen sie sich optisch ganz einfach unterscheiden. Ober- und Unterkiefer des echten Krokodils sind gleich breit, daher sind beide Zahnreihen gut zu sehen. Besonders der vierte Zahn im Unterkiefer, denn er ragt über den Oberkiefer. Ich hab noch überlegt. Der Oberkiefer des Alligators dagegen ist breiter. Daher verschwindet der Unterkiefer fast vollständig im Oberkiefer. Die Regel? Ist der vierte Zahn des Unterkiefers zu sehen, handelt es sich um ein echtes Krokodil. Das war nämlich meine Frage, als ich fragte, ab welchem Punkt erkennt man das? Euro, aber das heißt noch gar nichts. Verdammt! Welche Kategorie soll's denn zur Eröffnung sein? Schönheit spricht mich an. Eher nicht. Entscheiden wir uns für Luftfahrt? Möchte ich. Luftfahrt, bitte. Die Reifen von Verkehrsflugzeugen. A. Sind mit Stickstoff gefüllt. B. Sind mit einem Spezialkleber beschichtet. Oder C. Ich würde B sagen, das macht mehr Sinn. Wie stehst du zu A? Mehr Reibung. Ja, da sind wir uns auch einig. Mit Stickstoff? Nee, also das platzen können die... Ja, ist die Frage. Wir nehmen A. Also ich würde fast ihr nehmt B A. tippen. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Flugzeugreifen bestehen aus einem Gemisch unterschiedlicher Gummisorten, Gewebe und Stahllagen sowie Stahlseilen, die für den festen Sitz der schlauchlosen Reifen auf der Felge sorgen. Bei einer Landung erhitzen die Reifen schlagartig. Um von vornherein einer erhöhten Brandgefahr entgegenzuwirken, sind die Flugzeugreifen mit Stickstoff gefüllt, denn Stickstoff brennt nicht und wirkt feuerhemmend. Ach. Die Verwendung von Stickstoff verlängert außerdem die Lebenszeit der Flugzeugreifen, da es wegen des fehlenden Sauerstoffs im Reifeninneren nicht zu einer Korrosion kommt. Das ist schon die zweite Frage, die ich falsch gehabt hätte, ne? Oh, heute ist schlechtes Omen. Mandy Bettwurst bringt Pech. Nächste Kategorie. Komm, lass uns mal Medizin nehmen. Na komm, Medizin. Was wird beim Menschen in Ägyptisch, Römisch und Griechisch unterteilt? A. Form und Anordnung der Zehen. B. Dicke und Beschaffenheit der Haare. Oder C. Länge und Höhe der Nase. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Scheiße, was ist das für eine Frage? Was wird beim Menschen in Ägyptisch, Römisch und Griechisch unterteilt? Also, wenn ich das jetzt so höre, denke ich vielleicht an verschiedene Zählformen. So römische Zahlen, griechische Zahlen. Aber das Ägyptisch springt da für mich raus. Form und Anordnung der Zehen vielleicht, dass man sagt, das ist der Ägypter, das ist der Römer, das ist der Grieche. Irgendwie so Kinderabzählreim an den Füßen vielleicht. Dicke und Beschaffenheit der Haare, ägyptisch, römisch, griechisch, könnte natürlich... Auch, dass man sagt, okay, das schwarze Haar ist ägyptisch, Länge und Höhe, ich finde alles schwer. Ich würde jetzt einfach das Publikum mal fragen. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer weiß das? Stehen Sie ruhig auf. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ihr müsst euch entscheiden. Tja, wer könnte das wissen? Was ist denn? Oh ja, was ist denn mit dir? Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ja, ich glaube schon. Da bin ich jetzt gespannt. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Das passt für mich am besten. Die Erklärung nennst du uns so. A das passt für uns am besten. So, hier kommt die richtige Lösung. Beim Vergleich von antiken Statuen entdeckten Kunsthistoriker, dass diese in ihrer Anatomie einen offensichtlichen Unterschied aufweisen, nämlich an den Füßen. Ist der zweite Zeh kürzer als der große Zeh, spricht man von einem ägyptischen Fuß. Etwa 60% aller Europäer besitzen ihn. Knapp jeder dritte Europäer hat eine griechische Fußform. Was habe ich denn für Füße? Das bedeutet, der zweite Zeh ist länger als der große Zeh. Wenn großer Zeh und zweiter Zeh gleich lang sind, spricht man von einem römischen Fuß. Diese quadratische Form ist die seltenste. Quadratische Fuß? Entschuldigung, ich muss mir jetzt mal meine Füße angucken. Was war das, wenn es
Also, wir kommen zu eurer nächsten Kategorie. Ich habe Füße. Fassen wir das zusammen. Was hältst du von, was bin ich? Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Wer im Moment mein Favorit? Das Fragezeichen, bitte. Wobei hilft ein Schweißmesser? A. Atmungsaktivität von Turnschuhen zu bestimmen, B. Pferde von Nässe zu befreien oder C. einmal geöffnete Dosen wieder luftdicht zu verschließen. Was sagst du zu A? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. C möglicherweise? Also C stimmt auf jeden Fall. Wäre B eine Möglichkeit? B würde ich ausschließen. Ich tippe auf C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Vielleicht. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Schweißmesser werden in erster Linie dazu benutzt, das Pferdefell von Wasser zu befreien. Zum Beispiel, wenn man das Pferd mit dem Schlauch abgespritzt hat. Das Schweißmesser setzt sich aus einem langen, biegsamen Metallstreifen und Griffen an beiden Enden zusammen. Dabei umfasst man die Griffe und biegt sich das Metall so zurecht, wie man es gerade benötigt. So kann das Wasser großflächig abgezogen werden. Der Begriff Schweißmesser rührt daher, dass Pferden in früheren Zeiten tatsächlich der Schweiß mit einem Messer abgezogen wurde. Okay, okay. Es bleibt bei 500 Euro. Aber ist auch nicht ungefährlich, ne? Also heute haben wir hier ja echt ein paar krasse Fragen. Mich interessiert Kategorie Neuheit. Ich habe nur tierisch Angst. Ja, ich habe nur tierisch Angst, aber wir nehmen das jetzt einfach. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Ja, ich auch sehr gerne. Ich finde, es klingt spannend. Mit einer besonderen Süß-Sauer-Rezeptur wollen Forscher aus den USA zukünftig A. Hemden bügelfrei machen, B. Autoabgase reinigen oder C. Handy-Akkus länger haltbar machen. Was? Was sind denn das heute für Fragen zum Henker? Mit einer besonderen Süß-Sauer-Rezeptur. Da denke ich gleich an irgendwie asiatisch süß-sauer. So, da ist bei mir gleich in meinem Kopf Essen. Mit einer besonderen Süß-Sauer-Rezeptur. Aber sauer, da denke ich von den genannten auch wieder irgendwie an einen Akku. Batteriesäure, da hätten wir die Säure. Süß mit einer besonderen Süß-Sauer-Rezeptur. Ich meine, Süß-Sauer-Rezeptur ist ja jetzt nur kein wissenschaftlicher oder technischer Name, auf den du irgendwie einen Sinn schließen könntest. Wollen Forscher aus den USA zukünftig Hemden bügelfrei machen? Ich glaube, das ist jetzt keines der Weltprobleme, was man irgendwie unbedingt lösen möchte und wo einem die Forschung am Ende dann auch wirklich Geld bringen wird. Autoabgase reinigen ist vielleicht eine Idee, die man haben könnte, aber der, könnt ihr euch jetzt ja, mal entscheiden. Sekunde, der Trend geht ja tatsächlich mehr momentan zu Elektro und. Ich könnte mir fast eigentlich eher Handy-Akkus haltbarer machen vorstellen. Die süße Komponente da drin kann ich mir überhaupt nicht erklären. Vielleicht irgendein bestimmter Zucker. Also, ja, vielleicht irgendein bestimmter Zucker und sauer Batteriesäure. Ich probiere es daher jetzt mal mit Antwort C. Ich würde jetzt hier mal ausschließen. Habe tatsächlich Angst, hoffe, dass irgendwas von dem, was ich euch jetzt erklärt habe, irgendwie richtig ist. Also ich würde tatsächlich, also ich weiß es nicht, ich finde alles richtig, ich finde das super interessant, aber ich würde tatsächlich C nehmen. Okay, wir haben C eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Ein US-amerikanisches Forscherteam behandelte Baumwollstoffe mit einer Mischung aus Zitronensäure und dem Süßstoff Xylitol. Ah, Zucker. Trocknete sie anschließend und ließ sie bei einer Temperatur von 175 Grad Celsius unter Druck 3 Minuten lang aushärten. Das Ergebnis war erstaunlich. Die Stoffe wurden wesentlich stabiler und knitterten weniger. Bügeln soll also dank der Süß-Sauer-Rezeptur bald überflüssig werden. Wer von euch hat das letzte Mal gebügelt? Ich habe bestimmt vor über 10 Jahren das letzte Mal gebügelt und sehe trotzdem ordentlich aus. So, ihr seid Es ist so eine unnötige Erfindung. Vögel ist bestimmt spannend. Ja, da sind wir uns auch einig. Vögel nehmen wir. Wozu dient laut aktueller Erkenntnisse dem Riesentukan sein auffällig großer Schnabel? A. Als Klimaanlage, B. Als Aufzuchtstation für Frischfutter oder gut. C. Als Wasserspeicher? Dann bestimmt A. A vielleicht? Das wäre zu einfach. Fällt dir zu B was ein? Kann sein,
Wir glauben B. Fluchtstation für so, wir haben B eingeloggt. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Lange war es unklar, warum der Schnabel des Riesentukans so groß ist. Forscher entwickelten jetzt eine neue Theorie. Da der Vogel nicht schwitzen kann, muss er seine Körpertemperatur anderweitig regulieren. Ha! Aufnahmen von Wärmebildkameras zeigten, dass der Riesentukan seine Körpertemperatur senkt, indem er die Hitze in seinen intensiv durchbluteten Schnabel leitet. Ist ihm also zu warm, gibt er bis zu viermal so viel Wärme über den Schnabel an die Luft ab, wie über seinen gesamten Torso. Der Riesenschnabel dient also als Klimaanlage. Zum Weibchen anlocken. Es bleibt bei 500 Euro. Es bleibt spannend. Nächste Kategorie. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, Gleichstand, ne? Gut, was haben wir? Bauwerke, Schönheit. Was bin ich? Im Labor, Eidgenossen oder total genial? Gut, dann lass uns mal im Labor nehmen. Was war das für ein Lachen? Ist das jetzt ja oder nee? Komm, wir nehmen das jetzt. Was passiert, wenn man eine warme Kupfermünze in einen Trockeneisblock steckt? Sie wird nach wenigen Sekunden in die Luft katapultiert. Sie zittert, als würde sie frieren. Oder C, sie verfärbt sich blau-violett. Eine warme. Es geht ja. Ah, warte. Bestimmt in die Luft katapultiert war. Also Physik. Ich weiß gar nicht, ob Kupfer in dem Fall, also sprich, ob das Element Kupfer in diesem Fall relevant ist oder einfach nur der Aspekt, dass es sich um etwas Warmes, Flaches bewegt. Trockeneis. Ja, schon oft mit hantiert. Sie zittert, als würde sie frieren. Sie verfärbt sich blau-violett. Trockeneis ist ja sehr, sehr, sehr kalt. Und meiner Meinung nach auch kälter als minus 20 Grad, glaube ich. Auch wieder eine sehr spannende Frage. Also wir haben es... Könnt ihr euch jetzt ja, mal entscheiden? Sekunde, das ist tatsächlich gar nicht leicht. Ich kann es auch nicht erklären. Ich schwanke zwischen A oder C. Kann sie sich blau-violett überhaupt verfärben? Ah, schwierig. Sie kann ja eigentlich nur oxidieren. Ah? Ich glaube auch, da wird viel Energie frei und das Ding wird einfach wieder rausgeschossen. Ja, es ist ja ein großes Delta-Wärme. Nehmen wir doch A, oder? Ihr habt A eingeloggt. Ich kann es mir total vorstellen, dass sie in die Höhe schießt. Trockeneis besteht aus gefrorenem Kohlendioxid. Das Besondere, beim Schmelzen geht es direkt vom vereisten in den gasförmigen Zustand über, ohne zwischendurch flüssig zu werden. Steckt man eine warme Münze in das Eis, bildet sich unter ihr Gas. Durch dieses Gaspolster wird sie angehoben. Entweicht das Gas, fällt die Münze wieder zurück. Dieses Hin und Her funktioniert am besten, solange die Münze warm ist. Wenn sie abkühlt, werden die Bewegungen weniger. Was? Es bleibt bei 500 Euro. Ja, so eine Sache machst du natürlich im Labor nicht. Also, nächste Frage. Was sagst du zu Bauwerke? Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Bauwerke nehmen wir. Die Dimensionen des derzeit größten Gebäudes der Welt, des New Century Global Centers in China, sind so groß, dass A. ein Fußgänger etwa 5 Stunden benötigt, um es zu umrunden, B. das Reichstagsgebäude 32 Mal hineinpassen würde oder C. seine Außenfläche Helgoland bedecken könnte. Antwort A. Aber nicht 32 Mal Reichstagsgebäude. Was hältst du von B? Niemals. Weißt du, wie groß das Ding ist? Ich habe das noch nie gehört. Das wäre ja riesig. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Hier ist die Lösung. 5 Stunden, um rumzukommen? Das New Century Global Center wurde 2013 in der 14-Millionen-Einwohner-Stadt Chengdu eröffnet. In dem Gebäude befinden sich Geschäfte, ein Kino mit 13 Sälen, eine Eislaufbahn, ein Wasserpark und sogar der Nachbau einer christlichen Kirche. Der Bau ist 500 Meter lang, 400 Meter breit und 100 Meter hoch und hat ein Volumen von 20 Millionen Kubikmetern.
Das Reichstagsgebäude mit seiner Grundfläche von 13.290 Quadratmetern und der Höhe von 47 Meter würde hier also 32 Mal reinpassen. Da wollte ich schon sagen, so oft davor gestanden. Bleibt bei 500 Euro. Uff. Was für Fragen. Und eine nächste für euch. Betty Bettwurst hat übrigens ein I Love Pizza Pullover an. So, das wollte ich nur mal kurz hervorheben. Ihre Liebe zum Essen. Ja, Schönheit. Eine ganz schwierige Kategorie. Da kann ja nur alles sich drunter verbergen. Was bin ich? Eidgenossen? Oh, Eidgenossen assoziiere ich irgendwie mit Geschichte? Total genial. Oh, lass uns mal total genial nehmen. Nehme ich sehr gern. Ja, okay, gut. Wir brauchen unbedingt noch einen Punkt. Damit ein unbenutzter Pinsel beim ersten Anstrich keine Haare verliert, sollte er vorher A. in Frischhaltefolie eingewickelt und eine Woche eingefroren werden, B. mit lauwarmem Wasser leicht besprüht werden oder C. über grobes Schleifpapier gezogen werden. Ah, das passiert mir jedes Mal mit neuen Pinseln. Ja, ich, und dann hast du die Scheiße immer auf deinem Papier kleben. Ein Unbenutzter beim ersten Anstrich keine Haare verliert. Aber das heißt ja, dass man vorher die losen Haare dann schon entfernt. Also in Frischhaltefolie eingewickelt, eine Woche eingefroren. Also ich denke ja, dass Haare verlieren bei einem neuen Pinsel hängt damit zusammen, dass sie nicht richtig fest in dem Pinsel eingearbeitet sind. Und das in Frischhaltefolie eingewickelt, wüsste ich jetzt nicht, welchen Sinn das macht. Wobei man ja zum Beispiel, es gibt Gewebe, die man einfrieren kann, zum Beispiel Wollpullover. Also diejenigen, die echte Wollpullover von euch haben und die sie zu kratzig finden, da gibt es zwei Methoden. Entweder du holst dir aus der Apotheke ein bisschen Glycerin und wäschst das damit, oder du kannst den einfrieren für knapp eine Woche. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Dann werden die Fasern weicher. Aber ein Pinsel ist ja, ja, was ist das? Ist das richtiges Haar? Ist das ein richtiges Gewebe oder ist das irgendwie Kunststoff? Mit lauwarmem Wasser leicht besprühen? Das würde ja heißen, dass sie dann nicht abbrechen, sondern beweglicher werden. Über grobes Schleifpapier gezogen werden, könnte ich mir fast vorstellen, weil es dann hängen bleibt, die lose sind. Oh, komm, wir nehmen... Also C schließe ich mal aus. Bitte ja. C. Bestimmt C. schon wieder falsch. Wir werden es sofort weil vielleicht überprüfen. Bleiben die lockeren dann hängen. Wenn beim Streichen die Haare des neuen Pinsels an der Wand kleben bleiben, ist das ärgerlich. Ja, voll. Um dem vorzubeugen, sollten Heimwerker den Pinsel am besten vorher eingenommen über Schleifpapier ziehen. So werden lose Borsten noch vor der ersten Benutzung entfernt. Gut, das werde ich jetzt demnächst auch künftig ausprobieren. Alles andere hätte jetzt nicht so Sinn gemacht. Weil gerade solche Pinsel sind ja nicht aus irgendeinem Gewebe, sondern irgendein Kunststoffhaar. Wir haben noch drei Kategorien. Ist ja kein Tierhaar oder sowas. Was hältst du von was bin ich? Wir schließen jetzt erstmal das aus. Schönheit spricht mich an. Das wollte sie ja vorhin schon. Das ist schon relativ komplex. Wir nehmen Eidgenossen. Wie wollen die Schweizer ihr Kulturgut schützen? A. Sicherung der weltweiten Namensrechte für Heidi. Hi. B. Jodelkurse für Neugeborene. Oder C. eine DNA-Analyse für Emmentaler Käse. Wäre C eine Option? Was? Richtig. So, was? Vielleicht gibt es bestimmte Pilze und nur die sind wirkliche Emmentaler. Und die kann man über eine DNA, also kann man analysieren und sagen, dass nur das, was dazu gehört, das ist ein wirklicher Emmentaler Käse und das ist unser Kulturgut. Wäre B möglich? Das klingt tatsächlich gar nicht schlecht. Sicherung, also Namensrecht für Heidi kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ein Name und den kann man, das glaube ich, das... Ich nehme C. Das, das klingt C. sehr gut. Wir schauen... Ob das auch wirklich, wirklich, wirklich aber nicht stimmt. Der Pilz, sondern ob Messer, Bakterien. Schokolade oder Käse. Die Schweizer sind stolz auf ihr Handwerk. Nur 140 Dorfkäsereien dürfen zum Beispiel den original Emmentaler Käse produzieren. Um diesen von Plagiaten zu unterscheiden, hat man einen DNA-Test anders entwickelt. Kannst du es ja nicht nachweisen. Forscher sammelten mehr als 10.000 Milchsäurebakterien aus den Schweizer Käsereien. Diese werden vor der Produktion der Milch beigegeben. Dank der Bakterien hat damit jeder Laib einen genetischen Fingerabdruck und die Echtheit des Emmentalers lässt sich durch eine Probe eindeutig zuordnen. Aber dann überleg mal, wie teuer der Käse am Ende ist. Auf dem Konto. Krass, richtig krass.
Nur echt DNA geprüft. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Crazy. Also, was bin ich oder Schönheit? Ich bin ja sehr für neue Kategorien. Wir werden die Frage ja hören, aber ich will trotzdem gewinnen und das ist mir zu riskant. Deswegen nehmen wir jetzt, was bin ich? Jetzt. Wie jetzt? Ja, komm, wir nehmen, sie wollte doch eh was Schönheit nehmen. Wer in einen Samadhi-Tank steigt, A, zerstampft brasilianische Kaffeebohnen, B, bereitet sich auf einen Tiefseetauchgang vor oder C, sucht Entspannung für Körper und Geist? Ich hätte jetzt fast, als er gesagt, in einen Samadhi-Tank steigen, ja, so ein bisschen auf Entspannung getippt. Jetzt ist natürlich schwierig, die Frage zu beantworten, wenn man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was dieses Wort bedeutet. Samadhi. Könnte irgendein spezielles Bad sein. Ja, ich habe keine Ahnung, was es bedeuten könnte. Zerstampft brasilianische Kaffeebohnen. Warum sollten die zerstampft werden? Wüsste ich jetzt nicht. Bereitet sich auf einen Tiefseetauchgang vor? Vielleicht, aber es hört sich ja irgendwie so indisch an. Und indisch ist für mich fast mehr Entspannung als Tauchen. Ich weiß, das ist die dämlichste Erklärung. Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es C. Wir probieren es jetzt einfach und hoffen ja, und beten. Also wir loggen C ein. Wir lösen es auf. Es führt keinen Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Samadhi ist ein Begriff des Hinduismus und bezeichnet einen Bewusstseinszustand, in dem das Denken aufhört. Also wie eine bei mir. Vollständige Ruhe des Geistes. Ja. Der gleichnamige Samadhi-Tank ist mit einer körperwarmen Salzlösung gefüllt. Wo man so schwebt. Abgeschottet von Außenreizen lässt sich der Nutzer schwerelos auf der Oberfläche da treiben. Folge. Diese Anwendung soll eine mentale Tiefenentspannung fördern. Ah, da bist du hier, Julian. Ihr habt's gewusst. Geil. Weniger. Eine Frage haben wir noch. Ich hoffe ja, dass sie jetzt verkacken. Schönheit. Wer unter stumpfem Haar leidet, kann den Glanz wiederherstellen, indem er die Haare mit Ei oder so? A, einer Packung aus Heilerde behandelt, B, frischem Zitronensaft und Wasser spült oder C, Franzbranntwein einsprüht. Also ich weiß nicht, ob ich mit Zitronensäure rangehen würde. Könnte es A sein? Ich würde, wenn dann auf A sagst, ich bin dabei. Ja, das andere ist zu aggressiv für die Struktur. A ist eingeloggt. Kann das wirklich sein? Sonst zerstörst du Färben und Föhn, Shampoo und Stylingprodukte. All das kann dem Haar schaden und es stumpf wirken lassen. Der Grund sind die Haarschüppchen. Je stumpfer das Haar ist, desto mehr stehen sie ab. Damit sie sich wieder an die Haarfaser anschmiegen, bedarf es einer Flüssigkeit mit einem sauren pH-Wert. Ach doch! Sie zieht das Wasser aus dem Inneren der nassen Haarfaser und sorgt für neuen Glanz. Und das schafft eine Spülung aus Wasser und frischem Zitronensaft. Stimmt, nach dem Haarfärben hast du stimmt, da heißt es ja auch pH-Wert wiederherstellen. Stimmt, der ist ja leicht sauer. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1500 Euro. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Ich würde dann sehr wenig jetzt setzen. Ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Damit wir auf jeden Fall gewinnen. Lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Ja, wir waren aber überhaupt nicht gut heute. Kategorie lautet Sport. Ja, müssen wir setzen. Bitte macht jetzt euren Einsatz. Dann würde ich 375 setzen, weil wenn wir das verlieren, gewinnen wir trotzdem. Ja, nee, gar nicht wahr. Angenommen, die setzt da 1000, da würden die zweit. Oh, wir können aber noch verlieren. Oh, pass auf. Einen Euro. Wir setzen einen obligatorischen Euro. Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Oh Gott. Hier kommt die Masterfrage. Welche dieser Sportarten hat bei internationalen Wettkämpfen den mit 2,7 Gramm leichtesten 2,7 Ball? Gramm? A, Squash, B, Tischtennis oder C, Badminton? Tischtennis. Jetzt 20 Tischtennis. Sekunden Zeit. Badminton? Oh. Oh. Badminton ist schwerer. Squash ist noch schwerer. Es muss der Tischtennisball sein. 2,7 Gramm, das ist ich überhaupt nicht viel. Badminton wiegt ein bisschen mehr. Ich bin auf jeden Fall für Tischtennis. Oh, Leute,
knapp. Wir schauen, ja, mein was Euro gesetzt. Teams gesetzt haben. Das Team Bernhard hat gesetzt. Weil wenn die es gewinnen und ein Tausender oben drauf kommen. So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort B. Team Elton hat getippt auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Den leichtesten Ball gibt es im einem mit Schläger gespielten Sport. 2,7 Gramm wiegt der sogenannte Tischtennisball. Hätten wir mehr gesetzt, hätten wir gewonnen. Das bedeutet, das Team Bernhard gewinnt. Wir haben das erste Mal verloren, Freunde. Ah. Und ich hatte... Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich habe mir irgendwie so vorgenommen, irgendwie so viele Spiele zu gewinnen. Mandy Medwurst hat uns kein Glück gebracht. Das müssen wir besser machen in der nächsten Runde. Aber es waren sehr schwierige, aber auch sehr spannende Fragen. Gut, Mandy, geh nach Hause. Und ich gehe jetzt auch nach Hause.